Also zwischen den Mahlzeiten müssen mindestens 5 bis 6 Stunden Abstand liegen. Die ideale Weise zu leben ist, dass es keinen Schlaf gibt in meinem Leben. Aber das ist im Moment nicht möglich und der Körper hat immer noch etwas Trägheit. Also schläft er ein Minimum. Den Rest der Zeit ist er entspannt. Konsumiere ein wenig Honig in warmem Wasser täglich und du wirst sehen, dass das Erythrozytenvolumen langsam ansteigen wird. Wenn es um Essen geht, eines der wichtigsten Dinge, denen du dir bewusst sein musst, ist, dass du einen bestimmten Tag, wenn du eine bestimmte Sorte von Nahrung isst, egal was du isst, bewusst wahrnehmen musst, wie schnell es verdaut und zu einem Teil von dir wird. Jede Nahrung, die du isst, wenn sie länger als 3 Stunden besteht, bedeutet, dass du schlechtes Essen gegessen hast. Und das ist etwas, was entweder vermieden oder in der Menge reduziert werden sollte. Wenn die Nahrung innerhalb von 3 Stunden aus deinem Magenbeutel austritt, bedeutet dies, dass du etwas isst, das dein System effizient verarbeiten kann. Es mag nicht das beste Essen sein, aber dein System ist in der Lage, es zu verarbeiten. Und zwischen einem Mal und dem nächsten Mal, wenn du eine deutliche Lücke von 5 bis 6 Stunden schaffst und wenn es dazwischen keine andere Nahrungsaufnahme gibt, wirst du in den Reinigungsprozess im System auf zellulärer Ebene sehen, Reinigung wird stattfinden. Diese Reinigung auf zellulärer Ebene ist am wichtigsten und bedeutsamsten für ein gesundes Leben. Also zwischen den Mahlzeiten müssen mindestens 5 bis 6 Stunden Abstand sein. Wenn du über 30 Jahre bist, 2 Mahlzeiten am Tag, 2 gute Mahlzeiten am Tag genügen, eine morgens und eine abends. Nach dem Abendessen, bevor du zu Bett gehst, müssen mindestens 3 Stunden vergehen. Und wenn da eine gewisse körperliche Aktivität ist, nicht unbedingt eine sehr schwere oder anstrengende Aktivität, lediglich einfaches Gehen oder vielleicht ein Tanz oder etwas in der Art, schaffe etwas für dich, wo mindestens 20 bis 30 Minuten etwas körperliche Aktivität nach dem Abendessen stattfindet. Wenn du das tust, wird dein System größtenteils gesund sein. Anämie bedeutet auf einer Ebene, dass das Blut sein Eisen verloren hat. Das heißt, du hast deinen Stahl verloren, okay? Du hast die Kraft im Körper verloren. Du wirst dich erschöpft fühlen, einfach erschöpft wegen nichts. Denn sobald das notwendige Eisen nicht mehr vorhanden ist, deine Fähigkeit, Sauerstoff durch den Körper zu transportieren, ist geringer. Das bedeutet, dass dein Körper, dein Herz, dein Gehirn, alles auf einem niedrigeren Funktionsniveau sein will, weil du nicht genügend Sauerstoff hast. Also, die Bildung von Sauerstoff im Blut ist eines der wichtigsten Dinge, denn wie gesund der Körper ist, wie leicht er sich regeneriert, hängt von einem hohen Sauerstoffgehalt im Blut ab. Und diese Leistungsfähigkeit wird abnehmen, besonders Frauen müssen darauf achten, aufgrund des biologischen Prozesses, könnte ihr Hämoglobingehalt abnehmen und ihre Fähigkeit, Sauerstoff im Blut zu transportieren, wird abnehmen, was sie unnötig erschöpft machen wird, sie unintelligent aussehen lassen wird und ja, wenn das Erythrozytenvolumen niedrig ist, fühlst du dich dumm, weil es nicht genug Sauerstoff im Gehirn gibt und es nicht funktioniert, wie es funktionieren soll, sowohl der Körper als auch das Gehirn. Also, um sich darum zu kümmern, eines der einfachen Dinge ist, du konsumierst ein wenig Honig in warmem Wasser auf einer täglichen Basis und du wirst sehen, dass der RBC-Gehalt langsam ansteigen wird. Wenn sich mehr Sauerstoff im Blut befindet, fühlst du plötzlich einen Energieschub. Plötzlich ist alles aktiv, das Verjüngungssystem im Körper geht in die Höhe, die toten Zellen werden schnell ersetzt. Der Grad der Trägheit, den du im Körper spürst, ist viel geringer. Der Grad der Trägheit, den du in deinem Verstand spürst, ist viel geringer. Also Honig hat verschiedene Arten von Auswirkungen auf das System. Wenn er roh konsumiert wird, hat er eine Art von Auswirkung. Wenn er in kaltem Wasser konsumiert wird, hat er eine andere Art von Auswirkung. Wenn er in warmem Wasser konsumiert wird, hat er eine andere Art von Auswirkung. Wir wollen ihn hier in warmem Wasser konsumieren, weil wir wollen, dass sich das System öffnet. Wenn du ihn in kochendes Wasser gibst, wird ein Teil des Honigs giftig.
Also du solltest ihn nie in kochendes Wasser geben oder du solltest den Honig nicht kochen. Ich weiß, Menschen in den westlichen Gesellschaften machen Honigkuchen und so, sie kochen ihn. Wenn er eine bestimmte Temperatur überschreitet, wird Honig giftig. Also muss er in, wie eine Temperatur, die trinkbar ist, in das gibst du ihn. Wenn es kochend heiß ist, gibst du ihn nicht rein. Sie Schlaf ist keine Notwendigkeit im eigenen Leben. Was der Körper braucht, ist Erholung. Schlaf ist nur eine Form der Erholung. Viele Leute in Tamil Nadu fangen an zu denken, wenn jemand sagt, Rest panikranga, means they're sleeping. Bedeutet das, sie schlafen? Das muss nicht sein. Du kannst sitzen und dich erholen, nicht wahr? Ja? Du kannst stehen und dich auch erholen. Du rennst, wenn du stehst, fühlt sich das nicht wie Erholung an? Du stehst, wenn du dich hinsetzt, fühlt sich das nicht wie Erholung an? Es gibt viele Möglichkeiten der Erholung. Das Wichtigste ist, Erholung bedeutet, dass du die Energiegleichung änderst. Wo der Verbrauch gesenkt ist, geht die Produktion im gleichen Tempo weiter. Also nach dieser Zeitspanne fühlst du dich regeneriert, weil der Konsum gesenkt wurde. Im Wesentlichen verwaltest du die Energiegleichung. Wenn du in Aktivität bist, ist der Verbrauch mehr. Was auch immer du produzierst, es ist nicht genug. Nach einiger Zeit fühlst du dich erschöpft, weil der Verbrauch stark gewesen ist. Wenn du den Verbrauch verringerst und die Produktion erhöhst, fühlst du dich nach einiger Zeit energetisiert. Die ideale Lebensweise ist, es gibt keinen Schlaf in meinem Leben. Aber das ist im Moment nicht möglich, noch hat der Körper eine gewisse Trägheit. Also schläft er ein Minimum. Den Rest der Zeit ist er entspannt. Wenn du diesen entspannt hältst, dann tritt Schlaf im Körper nicht auf, es sei denn, er kommt zu einem bestimmten Punkt der Erschöpfung. Also der Körper bittet niemals um Schlaf, aber er bittet definitiv um Erholung. Wenn du nicht weißt, wie man hier auf erholsame Weise sitzt, wird er versuchen, sich so zu erholen. Wenn du hier ganz entspannt sitzen kannst, wird er stundenlang hier sitzen, ohne einzuschlafen. Andernfalls ist dies der einzige Weg, den er kennt, um sich zu erholen. Wenn du jetzt hier sitzt, eine einfache Sache, die du tun kannst, ist, dass du dich hinsetzt, du kommst und setzt dich hier hin. Bewege deine Aufmerksamkeit einfach vom Kopf bis zu den Zehen und schau, ob alles locker und leicht und relaxed und entspannt ist oder ob du immer noch so. Entspanne dies einfach, so viel du kannst. Nicht alles auf deiner Bewusstseinsebene. So gut wie du kannst, bringe ihn bewusst in Entspannung. Du wirst sehen, wenn du von der Sorte bist, die um 10 Uhr einschlafen werden, wenn du einfach eine Stunde entspannt hier sitzt, wirst du sehen, dass dein Schlaf um eine halbe Stunde verschoben wird. Du wirst dich um 10 Uhr nicht schläfrig fühlen. Natürlicherweise bist du wach.